Endlich geht es weiter bei der Junioren-Weltmeisterschaft und endlich auch wieder mit Stimme, nachdem ja die Stimme doch ein bisschen mitgenommen war, diese kurze Pause. Und jetzt also ist es wieder soweit. Jetzt also das Halbfinale zwischen Kanada und der deutschen Mannschaft. Und nach nur 34 Sekunden Kirby Duck mit dem ersten Treffer für die Kanadier. Und das war quasi ein Blitzstart für dieses Team Kanada. Und ja, die deutsche Mannschaft, dass man hier im Finale steht, das ist schon wirklich unglaublich. Man hat wirklich hervorragend gekämpft und gegen die Slowaken alles in die Waagschale geworfen. Auch gegen Österreich zuvor noch in der Gruppenphase, als man das Viertelfinale erreicht hat. Das war schon eine wirklich großartige Leistung dieser deutschen Mannschaft. Und heute gegen die Kanadier. Wir haben in der Hauptrunde gegen sie gespielt. 0:2 wettgemacht. Aber hier geht es natürlich jetzt um den Einzug ins Finale. Und da will man auf kanadischer Seite nichts anbrennen lassen. So viel steht definitiv fest. Nichtsdestotrotz, die deutsche Mannschaft, sie kann sich hier absolut mit breiter Brust zeigen. Und das halten wir fest bei dieser Junioren-Weltmeisterschaft. Das bleibt absolut unvergessen für diese U20-Junioren, dass man hier virtuell ins Halbfinale kam, dass man virtuell hier sehr erfolgreich mitgespielt hat, wenngleich gerade so auch die Zuordnung nicht wirklich stimmt und Bugel ist wieder zur Stelle. Jetzt aber wieder die deutsche Mannschaft, Perfetti und Newhook. Es kommt nicht viel bislang. Deutschland mit ja doch einigen Problemen, gerade auch im Spielaufbau. Die Kanadier machen es ihnen nicht einfach. Sind immer sofort am puckführenden Spieler dran. Und dann gibt es das schnelle Umschaltspiel. Tomasino wieder für Kanada. Und Bugel derjenige, welche der entsprechend das Ding hier ausbuttert. Robot. Deutsche Mannschaft auch. Und das ist das Schwierige mit dem Stellungsspiel. Immer wieder der Reihenwechsel. Dass man da keine Möglichkeit hat, nach hinten zu spielen. Jetzt aber vielleicht die Chance. Aber auch dieser Pass nicht genau genug. Wirkt alles ein bisschen durcheinander von der deutschen Mannschaft. Die sich hier doch ein wenig vor dem kanadischen Spiel verstecken. Wieder Florian Bugel und Zimmermann. Jetzt vielleicht über die linke Seite. Konnte da mal seine Verfolger abschütteln. Jetzt vielleicht der Querpass. Und da ist Borczewski. Erste Gelegenheit fürs deutsche Team in Richtung kanadisches Tor. USA gegen Schweden, so lautet das zweite Halbfinal, also das Aufeinandertreffen, und das war bitter. Das Aufeinandertreffen der beiden Sieger, entweder Schweden-USA, Deutschland gegen Kanada, so wird es dann sein zwischen diesen Mannschaften, und ich glaube, heute wird es sehr, sehr schwer werden für unsere deutsche Mannschaft, hier wieder zurückzukommen. Es läuft nicht wirklich viel zusammen. Ja. Und wir kommen einfach nicht an die Scheiben ran. Zeri, da ist Schneider, wieder abgefälscht. Kanada mit 6 Feldspielern. Und jetzt aber Stützle dran und dann gibt's die Überzahl. 2 Minuten für Kanada. Witzig ist es gerade hier nicht aus deutscher Sicht. Kanada hat diese deutsche Mannschaft fest im Griff. Peterka legt die Scheibe nach vorne. Geht kein Risiko ein. Lieber ein bisschen mehr auf die Defensive gucken. Rosens gegen Zimmermann. Macht er gut, der Verteidiger. Und dann ist es wieder Peterka und raus das Ding. Jetzt sind die Namen verschwunden. Leider Gottes. Deutschland, Kanada steht unten nicht mehr dran. Da hoffe ich so sehr, dass man da mal ein Patch bringt. Das ist was, wo ich denke, das kann einfach nicht sein, dass man das nicht unter Kontrolle bekommt. Ristel, sehr schönes Forechecking, gut gemacht. Wieder wertvolle Zeit von der Uhr genommen, Newhook. Und so ist es tatsächlich, dass diese kanadische Mannschaft nicht wirklich den Zug nach vorne bekommt.
Aber Deutschland eben auch nicht bislang die Hoffnung auf einen guten Angriff. Jetzt vielleicht für die deutsche Mannschaft, aber es gibt einfach die Anspielstation nicht. Das ist das, was so ein bisschen schmerzt. Dass man einfach nicht querlegen kann, dass da immer wieder vorne der Gegner perfekt steht. Schugert. Jetzt komm. Aber da wieder abgebremst. Das sind dann diese ein, zwei Schritte, die man macht. Reisnecker, die man einfach stehen bleibt. Und dann ist diese Möglichkeit kaputt. Rabe. Deutschland bemüht. Und zumindest... ja, mit einem guten Ende aus diesem ersten Durchgang raus. 0:2 zwischen den Kanadiern und der deutschen Mannschaft. 8:3 Schussverhältnis. Auch wenn wir, ja, wir sehen es, die Offensivzeit, die ist da. Das ist also nicht das Problem, sondern vielmehr ist es der Abschluss des deutschen Teams, was es uns momentan so schwierig macht. Und sobald die U20-WM beendet ist, geht es auch weiter mit Bietigheim, geht es auch weiter mit den Edmonton Oilers. Und sofort Kanada wieder zur Stelle. Sie können die Pässe schnell spielen. Stützle, jetzt ist er mal durch. Team Stützle mit der Möglichkeit. Aber es ist nichts zu machen. Aber sehr schön dran geblieben. Jetzt will er. Und da ist es. Und er wird belohnt von Alberg. Richtig schöner Zweikampf, da bleibt er dran, der Manuel Alberg. Holt sich die Scheibe zurück und dann ist die Lücke da. Und Gauthier war da ohne Chance. Klasse gemacht, Deutschland. Wieder mit dem Anschlusstreffer. Wahnsinn. Hervorragend gespielt. Ohne Assist hat er sich die Scheibe selber wieder zurückgearbeitet. Und so soll es sein. Aber Cousins im direkten Gegenzug mit dem 1:3. Und dann alles wieder zunichte gemacht. Ja, und der kurze Push. Er war nicht von langer Dauer. Boah, Wahnsinn, was ist denn jetzt? Nyonys auf Elias. Der kann sich da durchdrücken. Jetzt haben sie Raum, jetzt haben sie Platz. Aber Henriquez Morales leider nur mit der Rückhand. Und dementsprechend viel zu viel Zeit, um die Scheibe vors Tor zu bringen. Wieder Nienhuis. Auf Elias, der jetzt auf der anderen Seite weilt. Aber ich habe keine Chance mehr. Boah, und Bugel! Was für eine Parade von Bugel. Ein Riesensave, den er hier auspackt. Und die deutsche Mannschaft mit 1:3 bislang im Spiel hält. Oh. Wahnsinn. Aber auch die Kanadier mit. Geh doch raus! Wieder Klötzl. Quinton Byfield. Es wird schon wieder enorm viel hier abverlangt. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg. Ich kann dem Druck hier nicht mehr standhalten. Kanada völlig von der Rolle jetzt. Ich komme nicht weg.
Quinton Byfield. Und das wird die Entscheidung sein. Kanada drückt heute. Kanada gibt Gas. Und das ist unmöglich für diese deutsche Mannschaft, sich hier aus den Fängen zu befreien. Und das wird es gewesen sein. Nach dem 1:2 hat man es gespürt, dass Team Kanada hier keine Zweifel lassen möchte. Das ist schon extrem. Das ist schon sehr extrem. Aber wir können zufrieden sein. Wir stehen im Halbfinale dieser U20 Junioren-WM. Z21 noch im Mittelabschnitt. Auch bullytechnisch geht überhaupt nichts. Aber du musst dir mal das angucken. Du musst dir das mal angucken, wie schnell drei Spieler an deinem Spieler dran sind. Merkst du einfach den Unterschied der Stärke der Nationalmannschaften. Also 1:5 nach 40 gespielten Minuten. 23:5 die Schussstatistik. Jetzt also total eingebrochen die deutsche Mannschaft. Und jetzt geht's in den Schlussabschnitt. Viel wird nicht mehr passieren. Ins Finale werden wir nicht mehr kommen. Dafür war einfach auch im Mittelabschnitt zu wenig von der deutschen Mannschaft zu sehen. Schau mal, drei Spieler sind wieder da. Und meine kriegen es nicht hin, sich dann entsprechend zu verteilen. Und so drei Kanadier an einem Spieler dran binden können. Tiefensee mittlerweile zwischen den Pfosten. Für Bugel also, ach komm. Für Bugel also Feierabend. Und Stützle, jetzt aber die deutsche Mannschaft. Der Alberg, der einzige Torschütze für Deutschland bislang heute an diesem Tag. Und ein zweiter Torschütze scheint hier nicht gewillt zu sein, denn Gauthier, der hält und hält und hält. Trotzdem gute Bulli-Quote der deutschen Mannschaft. Wieder über die Außen. Geht jetzt mal über die Innenseite rein. Ja. Sehr schön gelöst. Jetzt ist ein bisschen Raum da, aber dann auch verzogen. Ja, dann springt die Scheibe zurück, ist klar.
Also es ist sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Also kein Check der deutschen Mannschaft in dieser Partie, aber mit wem auch. Oh, Tiefensee. Sehr schön gemacht. Aber ja, auch das hilft nicht. Es ist vorbei. 8,5 Minuten noch. Und es ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite brauchen wir uns wirklich nichts vorwerfen. Die Mannschaft Kanadas hat uns hier absolut in den Fängen. Jetzt kein Weg mehr raus. Hätten wir hier den Pass gespielt, wäre es ein Abseits gewesen. Es ist egal, wie man es macht. Es ist völlig egal, wie man es macht. Ach ja. Komm nicht an die Scheibe ran. Es ist absolut heftig. Und das sind so Dinge, die zeichnen sich ab. Und die machen mich echt ein bisschen sauer. Komm schon, jetzt die Muss. Yes, Reisnecker. Schönes Ding, schöner Konter. Und dann steht es 2:6. Also, die deutsche Mannschaft kommt mit dem zweiten Treffer zumindest noch mal mit einem Tor hierher. Und das ist dann das, wo ich sage, okay. Kanada ist definitiv besser, auch von den Schüssen her. Da sieht man es mit knapp 30 Schüssen. Es ist halt so. Aber wenn du dann zusätzlich keine Tore kriegst, das ist dann irgendwann zermürbend. Aber zweikampftechnisch, da kann man einfach nichts machen. Zweikampftechnisch kann man einfach nichts machen. Das ist Wahnsinn. Da sind deine CPU-Spieler einfach viel zu unsortiert. Und die, guckt euch an, lassen die Scheibe da laufen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Nochmal die deutsche Mannschaft. Und es war dieser zweite Abschnitt und es ist immer komischerweise der zweite Abschnitt, wenn die CPU so unfassbar heftig wird. Also, aber die WM 2022 der Herren, die wird ja nicht von mir gespielt, sondern die wird von der CPU gespielt. Da gibt es wieder die Blatsche Eishockey-Weltmeisterschaft und wenn die Mannschaften einfach so schlecht bewertet sind, dann ist halt auch die Puckannahme, die ist wirklich extrem heftig. Also mit schlechten Mannschaften gegen guten Mannschaften. Und das war bei NHL 21 tatsächlich noch ein bisschen anders. Hast du aber bei NHL 22 keine Chance mehr. Nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Denn da läuft einfach zu viel zu verquer. Und du kriegst auch den Check nicht. Also du kannst da gar nicht checken, weil die Spieler oder die Mannschaft legt die Scheibe immer zu schnell ab. Aber sei es drum. Kanada steht im Finale. Völlig verdient. Wir können schon froh sein, dass wir in der Hauptrunde gegen die kanadische Mannschaft überhaupt so eine Leistung haben zeigen können. Aber ein bisschen Ärger und Frust ist natürlich dabei. So viel steht fest. Denn hier mit 2:7 abgeschossen zu werden, auch gegen Team Kanada, ist natürlich eine bittere Geschichte.
Und so endet die Reise unserer U20 Junioren virtuell im Halbfinale, wo man trotz alledem sehr zufrieden sein kann. Also ich hätte nach dem Beginn gegen Finnland und gegen Tschechien hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass wir so weit kommen. Und Kanada hat heute alles gegeben. Also auch von der Schussstatistik, wir haben keine 10 Schüsse aufs Tor abgegeben. Das ist einfach, da machst du nichts. Aber bitte, EA, das bitte fixen. Mit der Spielstandsanzeige, mit den Namen. Also das ist einfach ein No-Go. 34-9. Und ab dem zweiten Abschnitt dann hat man es gesehen, da ging es dann anders. Und das ist immer so, gerade auch wenn man auf lernende KI auf 6 von 6 hat, dann ist es tatsächlich so. Und Kanada gegen die USA im Finale. Und Turniersieger ist Kanada am Ende. Also, Kanada mit dem Turniersieg, Deutschland im Halbfinale und damit ist dieses Projekt beendet. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Jetzt geht es dann wieder weiter mit Bietigheim, jetzt geht es weiter mit den Edmonton Oilers. Ich freue mich sehr. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für den Support bei diesem Projekt. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.